Ja, meine Damen und Herren, jetzt geht es hier um den Bericht der Bundesregierung zur Hightech-Strategie 2025. Bund, Länder und Privatwirtschaft haben im vergangenen Jahr 3,18% des Bundesinlandproduktes für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Mit der Hightech-Strategie 2025 habe sich die Bundesregierung entsprechend der Empfehlung der Expertenkommission zum Ziel gesetzt, spätestens ab dem Jahr 2025 gemeinsam mit den Ländern und der Wirtschaft jährlich 3,5% des BIP in Forschung und Entwicklung zu investieren. Und jetzt Anja Karliczek, die zuständige Bundesministerin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland ist Innovationsland und soll es auch bleiben. Diesem Ziel hat sich die Bundesregierung verpflichtet. Und, meine Damen und Herren, wir haben geliefert. Erstens, wir sind dem für 2025 anvisierten 3,5%-Ziel für Forschung und Entwicklung in dieser Legislaturperiode deutlich näher gekommen. Zweitens, wir haben eine klare Priorität auf Zukunftsthemen und Technologien gesetzt. Die Forschungsprogramme für Mikroelektronik, Quantentechnologien zur künstlichen Intelligenz und die nationale Wasserstoffstrategie sind hier nur einige wenige Beispiele. Drittens, wir haben unser Innovationssystem zielgerichtet erweitert. Die lange geförderte steuerliche Forschungsförderung ist eingeführt und eine Agentur für Sprunginnovationen auf den Weg gebracht. Und viertens, wir haben die digitalen Kompetenzen in allen Ausbildungsbereichen gefördert. Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind als Lehrinhalte zukünftig für alle Auszubildenden selbstverständlich, egal ob sie Maurer oder Mechatroniker werden. Und auch der nationale digitale Bildungsraum ist auf dem Weg. Und all das sind klare Erfolge unserer Hightech-Strategie. Die Corona-Krise hat an manchen Stellen sehr schön gezeigt, wie leistungsfähig und unser Forschungs- und Innovationssystem ist. Woher kam denn der erste PCR-Test? Woher der erste in Europa zugelassene Impfstoff? Aus Deutschland. Und ob Gesundheit oder Klimaschutz, ob Energie oder Mobilität, ob Zukunft der Wertschöpfung oder Sicherheit, wir haben es in der Hand zu gestalten für Freiheit und technologische Souveränität. Und ein gutes Beispiel an dieser Stelle ist die IT-Sicherheit. 3 deutsche Kompetenzzentren nehmen internationale Spitzenpositionen ein. Das Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit CISPA steht sogar seit Ende letzten Jahres beim Computer Science Ranking weltweit auf Platz 1 beim Thema Sicherheit. Und dazu kommen weitere Institute, erfolgreiche Projekte oder auch Ausgründungen zur IT-Sicherheit. Und mit unserem neuen Forschungsrahmenprogramm IT-Sicherheit erklimmen wir jetzt neue Ziele, eine neue Stufe. Wir erschließen neue Felder der Wertschöpfung, zum Beispiel durch unsere Rolle in der Quantenkommunikation. Wir setzen neue Maßstäbe in der IT-Sicherheit, damit niemand im Smart Home unbefugt ein Gespräch aufzeichnen kann, damit vernetzte Maschinen im Industrial Internet of Things sicher arbeiten und damit die Strom- und Wasserversorgung reibungslos funktioniert. Ein starker Staat in der digitalen Welt ist technologisch auf der Höhe der Zeit. Und das muss uns gelingen, denn auf diese Weise schaffen wir Vertrauen und genau dieses Vertrauen brauchen wir, Vertrauen in neue Technologien. Und nur dann wird es uns gelingen, Innovationen zu etablieren, ja, am Ende auch ein modernes Land zu bleiben. Und der Dialog zwischen Wissenschaft und Bürgerschaft ist in diesen Zeiten existenziell. Wir brauchen Offenheit und Akzeptanz für eine Transformation, die schon in vollem Gange ist. Spitzenpositionen in Zukunftsthemen, das ist doch unser gemeinsames Ziel beim Wasserstoff, bei den Quantentechnologien oder auch bei der künstlichen Intelligenz. Und das Zukunftspaket, was wir im letzten Jahr geschnürt haben, setzt genau an dieser Stelle an. Zum Ausruhen ist keine Zeit, machen wir doch einfach weiter. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Marek Jungen, AfD. Herr Präsident,
Meine Damen und Herren, wir ziehen heute Bilanz der sogenannten Hightech-Strategie 2025 und erwartungsgemäß, wir haben es gehört, steht Selbstlob der Bundesregierung auf dem Programm. In Ihrer Unterrichtung schreiben Sie, dass Deutschland zu den führenden Innovationsnationen gehöre. Das sei das Ergebnis einer Politik, die unter dem Dach der Hightech-Strategie die Zukunftsfähigkeit Deutschlands nachhaltig stärkt. Nein, werte Kollegen von den Regierungsfraktionen, das ist nicht das Ergebnis Ihrer Politik. Das ist das Ergebnis deutschen Erfinder- und Unternehmergeistes, der sich vielfach gegen Ihre Politik, gegen Bürokratie und staatlichen Dirigismus behaupten muss. In Wahrheit ist es doch so, dass Deutschland als Forschungs- und Innovationsland lange Zeit Weltspitze war, heute aber den internationalen Anschluss in vielen Bereichen bereits verloren hat, oft durch grün-linke Verhinderungspolitik, Beispiel Kernforschung. Auch in der Digitalisierung hinken wir hinter China und den USA weit hinterher. Und die für Deutschland so wichtigen Sektoren Maschinen- und Autobau werden durch die laut Wall Street Journal dümmste Energiepolitik der Welt zunehmend ausgebremst. Weil Deutschland seit vielen Jahren von der Substanz zehrt als Forschungs- und Industrienation, weil Made in Germany nicht mehr denselben Klang hat wie früher, deshalb ist doch eine solche Hightech-Strategie erst nötig geworden. Sie ist als solches Symptom einer strukturellen Krise. Und diese Krise betrifft in erster Linie den Bildungsbereich. Das bleibt bei Ihnen deutlich unterbelichtet. Das Gutachten der Expertenkommission Forschung und Innovation, kurz EFI, hat es Ihnen aber ins Stammbuch geschrieben. Als rohstoffarmes Land ist Deutschland auf bestens ausgebildete Menschen angewiesen, um durch Entwicklung und Nutzung technologischer Potenziale Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand zu gewährleisten. Darum sind ein leistungsfähiges, sozial durchlässiges Bildungssystem, Technik und Wirtschaftskompetenz durch sehr gute MINT-Bildung zentral. Zitat Ende. Aber genau diese MINT-Kompetenzen unserer Schüler, also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, gehen immer weiter zurück. Ihr MINT-Aktionsplan, Frau Karliczek, ist weitgehend wirkungslos verpufft. Es gibt einen dramatischen MINT-Lehrkräftemangel. Wie will man hier auch wesentliche Fortschritte erzielen, wenn man zugleich ein Bildungsklima fördert, in dem Pseudowissenschaften wie Gender Studies gedeihen, die die Naturwissenschaften verleugnen und verhöhnen? Das passt nicht zusammen, meine Damen und Herren. Dabei fast die Hälfte aller ausländischen Studenten in Deutschland studiert MINT-Fächer. Chinesen machen dabei die größte Gruppe aus. Im Wintersemester 16/17 waren es mehr als 37.000. Über 80% davon verlassen Deutschland aber wieder nach China oder in anglophone Länder. Wir bilden also hier unsere internationale Konkurrenz aus, zum Nulltarif wohlgemerkt. Hinzu kommen die Zehntausenden gut ausgebildeten Deutschen, die Deutschland jährlich verlassen, weil sie im Ausland viel bessere Arbeitsbedingungen vorfinden. Es findet also ein stetiger Abfluss von natürlicher Intelligenz statt, unserem wichtigsten Rohstoff. Zugleich fabuliert Frau von der Leyen davon, dass wir auch wenig bis gar nicht ausgebildete Zuwanderer brauchen. Solange wir diesen Braindrain nicht stoppen, wird keine Hightech-Strategie fruchten, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns jetzt der künstlichen Intelligenz zuwenden, dann stellen wir auch hier fest, die KI-Strategie der Bundesregierung will nicht greifen. 5 Milliarden Euro wurden bis 2025 bereitgestellt. Und davon sind nur rund 137 Millionen bisher abgerufen. Ich möchte daher unsere Forderung nach einem zentralen KI-Campus in Deutschland wiederholen. Ein solches Leuchtturmprojekt würde die internationale Sichtbarkeit der deutschen KI-Forschung wesentlich erhöhen und internationale Spitzenforscher anziehen. Und schließlich, ich komme zum Schluss, wer den blamablen Auftritt von Staatsministerin Dorothee Bär am Tag der deutschen Industrie gesehen hat, der wird uns zustimmen, dass die Digitalisierung in kompetente Hände gehört und ein eigenes Ministerium mit Budget und Kompetenzen benötigt in der nächsten Legislaturperiode, wie es unsere Anträge fordern. Vielen Dank. Marc Jung war das für die AfD. Der nächste Redner hier in der Debatte über die Hightech-Strategie ist Oliver Kaczmarek von der SPD. Er ist Sprecher für Bildung und Forschung der SPD-Bundestagsfraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, zum Schluss der Wahlperiode möchte ich noch einmal auf die Forschungspolitik aus drei Perspektiven blicken. Zum einen, ich glaube, bei der Hightech-Strategie müssen wir nach dem Wortbeitrag mal wieder
das Ganze vom Kopf auf die Füße stellen. Natürlich leistet die Hightech-Strategie einen unverzichtbaren Beitrag zu den großen Zukunftsmissionen, die vor uns liegen, zu den Menschheitsherausforderungen. Natürlich ist sie als Bündelungsstrategie unverzichtbar, das 3,5-Prozent-Ziel zu erreichen, also mehr Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Staat und in der Wirtschaft zu induzieren. Und sie hat die gesamte Innovationskette im Blick, was uns besonders wichtig ist, dass eben die Grundlagenforschung und der Anwendungsbezug gleichermaßen berücksichtigt sind. Und Sie haben das angesprochen, Frau Ministerin, sie dient dem Grundsatz Forschung, die den Menschen dient. Und Forschung, die den Menschen dient, die muss auch mit Menschen kommuniziert und entwickelt werden. Da haben wir große Fortschritte erreicht. Und ich freue mich, dass wir mit der Wissenschaftskommunikation gerade in dieser Woche auch einen Impuls aus der Koalition einen weiteren Schritt gehen, die Hightech-Strategie auch zu ergänzen, Wissenschaftskommunikation einen neuen Stellenwert zu geben. Zweiter Blick, die Pandemie, das ist eine Binsenweisheit, beschleunigt die soziale, ökologische und digitale Transformation. Und wir müssen jetzt die richtigen Schlussfolgerungen aus dem ziehen, was wir in den letzten Monaten und letzten anderthalb Jahren erlebt haben. Die Entwicklung des Impfstoffes in Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte, gar keine Frage. Aber sie ist eben kein Zufallstreffer oder ein Lotteriegewinn, sondern sie ist das Ergebnis auch jahrelanger Forschungsförderung, jahrelanger Forschungspolitik, die begünstigt hat, dass es eben möglich war, in Deutschland mit diesen Erkenntnissen diesen Impfstoff zu entwickeln, der uns auch so viel Hoffnung gibt bei vielen anderen Anwendungen, beispielsweise in der Krebsprävention. Und deshalb ist es wichtig aus Sicht der SPD, dass wir die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Erstens die Grundlagenforschung weiter stärken, sie nicht einem Transferzwang auszusetzen, sondern Grundlagenforschung in ihrer eigenen Mission zu betonen. Zweitens die Medikamentenforschung zu verstärken. Long-Covid ist ein Phänomen, was wir noch viel stärker beforschen müssen, Medikamentenentwicklung vorantreiben müssen, aber Medikamentenentwicklung auch zusammendenken mit Produktionskapazitäten, die uns gefehlt haben nach der Impfstoffentwicklung. Und das ist eine Lehre aus der Corona-Pandemie, Medikamentenforschung und Entwicklung und Produktionskapazitätenausweitung zusammenzudenken, auch eine wichtige Schlussfolgerung aus der Pandemie. Und zum Schluss natürlich auch den Transfer von Forschungsergebnissen in die medizinische Versorgung stärken. Ich glaube, das Netzwerk Universitätsmedizin hier in Berlin unter der Führung der Charité ist ein Beispiel dafür, wie Transfer gelingen kann. Das müssen wir auch auf andere Felder ausweiten. Und zum Dritten, der dritte Blickwinkel. Sie waren das in den letzten 23 Jahren gewohnt, dass mein Kollege René Röspel die Forschungspolitik der SPD kommentiert hat. Und ich finde, das ist mal ein Blick wert. Wie war das eigentlich vor 23 Jahren, 1998? Und was hat sich seitdem eigentlich in der Forschungspolitik getan? Und wenn ich da zurückgucke, 1998 war Deutschland geprägt vom Reformstau, den die Kohl-Ära uns hinterlassen hat. Es gab keinen Pakt für Forschung und Innovation. Es gab keine Exzellenzstrategie, keinen Hochschulpakt. Kaum Aufwuchs im Bundeshaushalt, gerade mal 7,2 Milliarden Euro umgerechnet, die damals für Forschung und Entwicklung zur Verfügung gestanden haben. Und heute 21 Milliarden Euro, eine Kraftanstrengung, die in verschiedenen Regierungskoalitionen erreicht worden ist und die wirklich auch eine große Kraftanstrengung war, die auch was gebracht hat für die Forschung in Deutschland. Und wenn ich mir überlege, wie das vor 23 Jahren aussah, und wie es in 23 Jahren aussehen soll, wo wir die Klimaneutralität schon geschafft haben wollen für dieses Land, dann sage ich, wir haben kaum Zeit. Wir brauchen eine Forschungspolitik, die zum einen der Wissenschaft ganz klar den Rücken stärkt, die nicht im Wagen weiter so verbleibt, sondern ganz konkrete Ziele und Entwicklungsziele benennt und die nicht dem Wunsch einiger nach Steuersenkungen für besser verdienende oder steigenden Rüstungsausgaben geopfert wird. Wir brauchen in den nächsten 23 Jahren Forschungspolitik mindestens einen genauso großen Schritt wie in den letzten 23 Jahren. Herzlichen Dank. Thomas Sattelberger für die FDP hält jetzt das Wort, der Sprecher für Innovation, Bildung und Forschung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Letzte Sitzungswoche hat uns der sonst von mir sehr geschätzte Kollege Wolfgang Stefinger damit überrascht, Deutschland sei laut Bloomberg Spitzenreiter bei Innovationen. Leider hat er sich im Jahr geirrt. Im Bloomberg-Index 2021 ist Deutschland wieder mal deutlich zurückgefallen. Sie dürfen es ja gleich korrigieren.
Lieber Herr Stefinger, nicht schönreden, sondern Warnsignale ernst nehmen. Übrigens auch bei der Hightech-Strategie, die statt einer Strategie nur eine einfältige Auflistung diverser Vorhaben ist, ohne messbare Erfolgskriterien. Ich wurde jüngst in einer Antwort des BMBF zur KI-Strategie mit dem Desaster konfrontiert. Agiles Projektmanagement? Fehlanzeige. Welche Projekte sind in der Umsetzung? Da musste das BMBF zuallererst mal in allen anderen Ministerien nachfragen. Und dann das Ergebnis mit 15% Verpflichtung aus den 5 KI-Milliarden. Seit 2019 tröpfelt es so träge wie beim Digitalpakt Schule. Wir erfahren übrigens auch nicht, liebe Frau Karliczek, warum Impfstoff in den Vorjahren nie in der Hightech-Strategie auftauchten und erst 2021 als strategisches Flaggschiff daherkommen. Sie schwärmen von Cyberagentur und Agentur für Sprunginnovation, während dort doch schon längst die Hütte brennt und die Führungskräfte ihnen davonlaufen. Fälschlicherweise steht im Bericht, es könnten mittel- bis langfristig Fachkräfte fehlen. In Wahrheit lodert schon heute in der Wirtschaft der Dachstuhl, weil eine riesige Expertenlücke klafft. Realitätssinn dagegen bei der EFI-Kommission. Gentechnologie nicht weiter ideologisch zerreden, liebe Grüne. Quantentechnologie nicht weiter verschlafen. Technologieoffenheit statt Silo. Keine einseitige Ausrichtung auf Elektromobilität, sondern auf sämtliche nicht fossile Antriebstechnologien. Seit Jahren mahnt EFI Transfer und Ausgründungen aus dem Wissenschaftssystem an. Doch die Hightech-Ausgründungen stagnieren seit 7 Jahren auf historisch tiefem Niveau. Und die Innovationsausgaben aller Akteure steigen. Ja, der Umsatz mit Innovationsprodukten jedoch fällt. Hallo, Ahnung von Volkswirtschaft? Innovationspolitik in dieser Legislatur von wegen. 3 Jahre lang haben Sie, Frau Karliczek, die unternehmerische Dynamik eingeschläfert und das nennen Sie dann Hightech-Strategie. Ab Herbst, liebe Frau Karliczek, machen wir uns ran an den Speck. Dankeschön. Thomas Sattelberger war das, meine Damen und Herren, und Sie sehen es am linken Bildschirmrand. Wir wollen Ihnen gleich Dr. die Pressekonferenz von RKI-Chef Wieler und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigen, bevor wir dann wieder zurück in den Deutschen Bundestag kommen. Aber da wir noch ein bisschen Zeit haben, wollen wir jetzt Petra Sitte von der Linken hier noch das Wort geben. Herr Präsident, meine Damen und Herren und Herr Sattelberger, ja, das stimmt, diese Koalition überrascht uns immer wieder, so erstaunlich. Die größten Herausforderungen unserer Zeit, so einer der Lieblingssätze der Koalition, lassen sich nur mit Innovationen angehen. Kolossale Feststellung. Und das im Rahmen dieser Debatte. Sie versprechen damit aber vor allem, und jetzt wird es ernst, dass Sie die bisherige Lebensweise so fortsetzen können. So ist es aber genau nicht. Wandel kann nicht nur technisch-technologisch gemeistert werden, er muss eben auch sozialer Natur sein. Weil soziale Sicherungssysteme gestärkt werden müssen, Verwaltung gestaltet werden muss. Technisch-technologische Innovationen verändern massiv Arbeits- und Lebenswelt. Nehmen Sie nur Digitalisierung und künstliche Intelligenz, die mehr und mehr, bisweilen sogar unbemerkt, unseren Alltag durchdringen. Daher bedürfen Innovationen heute mehr als je ihrer Einbettung in die Gesellschaft und vor allem bedürfen sie mehr demokratischer Mitsprache. Anwendungen, klar, müssen sich an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten. Das fordern wir den Hightech-Strategien ab, seitdem es sie gibt. Inzwischen finden wir zwar ein paar warme Worte zu sozialer Innovation und Beteiligung in den Berichten, aber es muss deutlich mehr passieren. Es muss mehr her als Überschriften.
Und was mir wichtig ist in dem Zusammenhang, es geht nicht nur darum, Akzeptanz für technisch-technologische Entwicklungen zu werben. Nein, es geht auch darum, Menschen an strategischen Entscheidungen der Innovationspolitik zu stärken. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle wollen wir uns hier aus dem Geschehen im Deutschen Bundestag kurz ausblenden. Sie sehen es, RKI-Chef Wieler und Minister Jens Spahn haben bereits in der Bundespressekonferenz Platz genommen. Die Delta-Variante interessiert uns natürlich auch und die Frage, wann wir unser normales Leben zurückbekommen. Ich gebe rüber in die Bundespressekonferenz. Wir melden uns hier gleich aus dem Deutschen Bundestag danach zurück. Vieles eben gar nicht konsequent verfolgt wird, sondern in befristeten Projekten angelegt ist. Und ärgerlich ist auch, dass die Ergebnisse von Ihnen ignoriert werden, und zwar von Gremien, die Sie selbst eingesetzt haben. So hat die Datenethikkommission so eine Schwarte geliefert und hat konkrete Handlungsempfehlungen uns gegeben. Dazu findet man hier nichts, also Umsetzung, Fehlanzeige. Die Cyberagentur, Herr Sattelberger hat sie gerade erwähnt, gegründet mit einem höchst fragwürdigen Konzept in meinem Wahlkreis in Halle. Einige bei uns haben schon feuchte Augen bekommen, hat aber ihren Geschäftsführer und andere Mitarbeiter schon verloren, entnervt, aufgegeben, weil ihnen die ministeriale Mikrosteuerung, wie ausgedrückt wurde, auf den Keks geht. Bestimmungen von Forschungsbedarfen sollten vorgenommen werden. Ja, dafür braucht man Freiräume. So kann man die eigenen Ideen natürlich auch trefflich austrocknen. Schließlich verlieren Sie den Überblick. Da beziehen Sie sich in Ihrem Bericht auf die Open-Access-Strategie. Und ich denke, wie, Open-Access-Strategie? Noch nie hier gesehen. Gibt's gar nicht. Also das ist doch extrem peinlich. Schließlich, meine Damen und Herren, gestern diskutiert hier über Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft. Und Sie reden jetzt hier in dem Bericht und singen das hohe Lied auf wertvolle Fachkräfte. Schließlich, meine Damen und Herren, es ist hier notwendig, nicht nur ständig zu reden und von schönsten Ferienerlebnissen zu reden. Machen ist die Devise. Danke. Frau Kollegin Sitte, die Mund- und Nasenabdeckung tragen. Dr. Anna Christmann, Bündnis 90 Die Grünen, hat als nächstes das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland verliert an Erneuerungskraft. Das liegt vor allem an einer falsch angelegten Innovationspolitik, die sich hoffentlich nach der Wahl ändert. Das sagen nicht die Grünen, das attestiert Sebastian Mattes in der letzten Woche im Handelsblatt. Und er begründet das unter anderem mit der Entwicklung von Patenten in wichtigen Zukunftsfeldern. Die Bertelsmann Stiftung hat dargestellt, dass Deutschland 2010 noch in 47 Kategorien zu den Top 3 weltweit gehörte. 2019 war das nur noch in 22 Feldern. So. Mit diesem Urteil hätten Sie sich heute kritisch auseinandersetzen können, Frau Ministerin. Stattdessen erleben wir auch heute wieder eine Lobpudelei für die Hightech-Strategie, eine in die Jahre gekommene Hochglanzbroschüre mit vielen Bekenntnissen ohne wirklich messbare Ziele. Das ist genau die benannte falsch verstandene Innovationspolitik. Und dabei brauchen wir so dringend eine echte Strategie für die Innovationskraft unseres Landes. Wir brauchen eine Zukunftsstrategie für nachhaltige Innovationen, damit Kreislaufwirtschaft, Energiewende und globale Gesundheit durch Forschung und Entwicklung messbar vorangetrieben werden. Die Hightech-Strategie ist nicht solch eine Strategie, deswegen muss sie dringend weiterentwickelt werden, und das haben wir als Grüne vor. Denn wir brauchen agile Strukturen, die ressortübergreifend wichtige technische und soziale Innovationen vorantreiben, so wie es ja auch das EFI-Gutachten empfiehlt. Das können dann Agenturen oder die von EFI genannten Projektsteuerungen sein, die konkrete Missionen vorantreiben. Als Grüne machen wir in unserem Beschluss zum Zukunftsland klare Vorschläge mit einer Zukunftsstrategie, einer Innovationsagentur DINOVA und einem neuen Ausgründungsstandard, der es einfach macht, Spin-offs zu gründen und das nicht mit hohen Lizenzzahlungen verhindert. Dieser Aufbruch ins Zukunftsland ist nach den letzten 16 Jahren dringend notwendig. Was hat die Union vor? Ich habe mal ins Wahlprogramm geguckt. Da steht dann, Forschungs-, Innovations- und Gründerkultur soll einen nie gestandenen Stellenwert in der neuen Bundesregierung eingeräumt werden. Da kann ich nur sagen, nach den letzten 16 Jahren ist das kein besonders hoher Anspruch, da jetzt einen höheren Stellenwert einzuräumen. Und es stellt sich mir die Frage, warum Sie die dann folgenden spärlichen Vorhaben nicht längst umgesetzt haben.
Die Agentur für Sprunginnovation muss nun schon lange warten, endlich entfesselt zu werden. Aber statt zu handeln, nehmen Sie sich das wortreich für die nächste Wahlperiode oder irgendwann mal vor. Jetzt hätte das längst passieren müssen. Sie wollen eine Mission Quanten zum Erfolg machen, teilen die 2 Milliarden aber auf in 2 Ressorts, damit jeder seine eigene Suppe kochen kann, statt gemeinsam ressortübergreifend ein erfolgreiches Projekt daraus zu machen. Und da halte ich es am Ende mit Mariam Lau aus der Zeit. Es bleibt die Frage, warum die Union, der es in 16 Regierungsjahren nicht gelungen ist, auch nur für flächendeckenden Netzempfang zu sorgen, plötzlich die Mission Quantencomputer ins Werk setzen können soll. Und für alle, die sich das auch fragen, machen wir als Grüne ein Angebot für einen echten Aufbruch in der Innovationspolitik. Dass wir es können, zeigen wir in den Ländern. Theresia Bauer war 3-mal Wissenschaftsministerin des Jahres, Katharina Fegebank 1-mal. Es wird Zeit, dass diese erfolgreiche Wissenschafts- und Innovationspolitik auch im Bund ankommt. Wir sind dafür bereit. Andreas Steyer, CDU-CSU, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ein gutes Signal, dass wir die letzte Sitzungswoche hier vor den Sommerferien noch mal ganz im Lichte von Forschung und Innovation steht. Die Corona-Pandemie hat es uns noch einmal deutlich gezeigt, wie wichtig Forschung und Innovation in Deutschland und auch die Vernetzung auf europäischer und internationaler Ebene ist. Unser Erfolg, wir können nur die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Pandemie deshalb so gut bewältigen, weil wir früh hier in Deutschland in Forschung und Innovation investiert haben und kluge, schlaue Köpfe, nicht wie von meinen Vorrednern gesprochen, hier nach Deutschland gebunden haben. Unser Ziel ist jetzt, bis 2025 werden wir die jährlichen Ausgaben für Forschung und Innovation weiter von 3,1 auf 3,5% steigern. Unser Fahrplan ist die Hightech-Strategie 2025, ressortübergreifend und in Missionen gebündelt. Die Strategie zeigt uns den Weg zu internationaler Stärke in Schlüsseltechnologien wie künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie oder Wasserstoff. Und darauf können wir auch mal stolz sein. 3 Eckpunkte sind mir dabei besonders wichtig. Erstens, Innovation ist eine Querschnittsaufgabe. Deshalb gehen wir die großen gesellschaftlichen Herausforderungen auch in der Breite an, vom jungen Gründer, vom innovativen Mittelständler bis zum industriellen Forschungsverbund. Zweitens, wir fördern die Entwicklung von Zukunftstechnologien und wir stärken die digitalen Kompetenzen der Menschen hier vor Ort. Zum Beispiel 5 Milliarden € für die KI-Strategie bis 2025, zusätzliche KI-Professuren, 400 Millionen € für das Rahmenprogramm Mikroelektronik und 6,5 Milliarden € für den Digitalpakt Schule. Drittens, der Transfer von der Grundlagenforschung in die Anwendung ist besonders wichtig. Denn damit Wissen auch wirklich in Wertschöpfung und damit auch in Wohlstand führt, braucht es ein starkes Innovationssystem. Und hier setzen wir die richtigen Schritte. Erstens, Zukunftsfonds. 10 Milliarden € stehen hier gerade für die Förderung von jungen Start-ups zur Verfügung. Das ist gut, gerade in der Wachstumsphase. Die Agentur für Sprunginnovationen und das Programm Exist sind weitere wichtige Maßnahmen. Für mich ist klar, Transfer kann aber nur dann gelingen, wenn wir wirklich eine Kultur in der Forschung schaffen, so wie wir es auch in dem Pakt für Forschung und Innovation angesetzt haben, wenn wir bereit sind, auch den Wettbewerb und auch unternehmerisches Denken zu fördern und wenn wir auch Eigeninitiative wirklich vor Ort belohnen. Weiterhin beraten wir hier zudem das Forschungsrahmenprogramm digital, sicher, souverän. Klar ist, Anwendungen wie künstliche Intelligenz oder Quantentechnologie können nur dann gelingen, wenn wir den großen Datenschatz auch nutzen. Wichtig dabei ist natürlich auch, die richtige Balance zu finden. Auf der einen Seite brauchen wir Wertschöpfung mit Daten, auf der anderen Seite aber auch den Schutz der Daten und das Eigentum auch sicherstellen. Hier setzt das neue Programm Forschung für eine sichere digitale Welt an.
Auf Basis unserer Werte bis 2026 stehen mindestens 350 Millionen Euro bereit. Fazit: Wir haben in dieser Legislaturperiode viel erreicht. Mit den Lehren aus der Pandemie können wir mit neuem Mut auch in die Zukunft, in die Forschungspolitik investieren. Und Innovationen entstehen dann am besten, wenn wir genügend Freiräume für unsere Forscher hier vor Ort schaffen, wenn der Staat das Engagement insbesondere der innovativen Köpfe fördert und wenn wir auch viele schlaue Köpfe hier in Deutschland binden können. Da sind wir auf einem guten Weg und wir werden auch von der CDU und CSU auch in der nächsten Legislaturperiode hier uns weiterhin für unsere Forschung und Innovationspolitik auch in Deutschland einsetzen. Vielen Dank. Dr. Wiebke Ester, SPD, ist die nächste Rednerin. Dankeschön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, beim Tag der deutschen Industrie am Dienstag betonte die Bundeskanzlerin, ich zitiere, wir werden in den nächsten Jahren gigantische Summen ausgeben müssen. Es gibt viele Bereiche, in denen wir ohne staatliches Geld nicht mehr in die Vorhand kommen werden. Und da, meine Damen und Herren, stimme ich ihr zu, im Gegensatz zum Wahlprogramm der CDU/CSU brauchen wir nämlich mehr Investitionen in Forschung und Innovation. Die Corona-Krise hat uns doch ganz deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, dass der Staat auch Forschung fördert. Die BioNTech, der erste Impfstoff, der in Europa zugelassen wurde, aber auch die Entwicklung der PCR-Tests, dass das in Deutschland stattgefunden ist, mein Kollege Oliver Kaczmarek hat darauf verwiesen, ist ja kein Zufallsprodukt. Und wir wissen doch mit all dem, was uns in den letzten Monaten gezeigt wurde, dass wir eine starke Wissenschaft brauchen, um die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. Ob das die Bewältigung der Klimakrise ist, ob das die immer größer werdende soziale Ungleichheit ist, ob es die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt ist, das sind die riesigen Herausforderungen. Und wir wissen zudem, dass in der Wirtschaft oder die Wirtschaftskrise dazu geführt hat, dass viele Innovationsprojekte in den Unternehmen momentan stark ins Hintertreffen gekommen sind, dass ein deutlicher Rückgang der Innovationsausgaben im EFI-Gutachten vorhergesagt wurde. Und darum wird es darauf ankommen, dass wir staatlich an dieser Stelle noch mehr unterstützen. Und wir können auch ganz deutlich sagen, dass wir in den letzten Jahren da schon erfolgreich waren. In Deutschland haben wir 2020 3,18% des BIP für Forschung und Innovation und Entwicklung investiert. Dem Ziel, bis 2025 auf 3,5% zu kommen, kommen wir damit schon also immer näher. Wir haben den Zukunftsfonds, wir haben die Agentur für Sprunginnovationen, wir haben die Mitarbeiterbeteiligung bei Start-ups vervierfacht, wir haben die steuerliche Forschungsförderung in dieser Legislatur beschlossen. Wir wollen ein starker Wissenschafts- und Innovationsstandort bleiben. Dafür brauchen wir einen klaren Finanzierungsplan und wir brauchen eine gerechte, sozial gerechte Steuerpolitik. Das heißt, die Antwort kann nicht sein, generelle Steuersenkungen zu versprechen, sondern wir wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten, um die Binnennachfrage und die Kaufkraft da zu stärken. Wir wollen aber bei den oberen 10% der Einkommen, wir wollen bei den Millionenerbschaften, bei besonderen Vermögen, und dann wollen wir nicht nur, sondern wir sind der Auffassung, da muss der Staat die Steuern erhöhen. Präsident, meine Damen und Herren, für die Menschen in Bielefeld und Werther, in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt wird es jetzt darauf ankommen, dass wir nicht nur die Kosten dieser Corona-Krise fair verteilen, sondern auch, dass wir aus dieser Krise herauskommen, indem wir sozialen und technologischen Fortschritt möglich machen. Und das muss immer konkret sein beim Klimaschutz, beim sozialen Zusammenhalt, aber auch bei der Frage Digitalisierung der Arbeitswelt. Darauf wird es ankommen in den nächsten Monaten. Dabei kann uns die Hightech-Strategie helfen. Herzlichen Dank. Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Dr. Wolfgang Stefinger, CDU/CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben ja derzeit einige gesellschaftliche Umbrüche und rasante technologische Entwicklungen. Und mit unserer Hightech-Strategie begleiten wir diese Umbrüche und Entwicklungen. Und dabei haben wir
unter anderem die Bereiche Gesundheit und Pflege, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energie, Mobilität, Stadt und Land, Sicherheit, Wirtschaft, Arbeit 4.0 im Blick. Ja, es sind zum Teil große Veränderungen, und die Veränderungen, das merken wir alle, betreffen alle Lebensbereiche. Veränderungen hat es immer gegeben, und ich meine, es lohnt, wenn wir uns auch mal stichpunktartig die Industriegeschichte unseres Landes vor Augen führen. Marshallplan, Wirtschaftswunder, Vollbeschäftigung, Exportweltmeister. Symbolträchtige Begriffe, die untrennbar verbunden sind mit der Union, aber auch mit einer Reihe von anderen Begriffen wie Pioniergeist, Ideenreichtum, Zuversicht und Mut. Ich bin davon überzeugt, dass es uns auch heute daran nicht mangelt. Und es bleibt richtig, lieber Herr Sattelberger, dass Deutschland zu den innovativsten Ländern der Erde gehört. Und was Sie nämlich gerade nicht erwähnt haben, ist, dass auch im aktuellen Bericht 2021 in Sachen Hightech Deutschland unter den besten 3 Ländern der Welt ist. Es gibt viele innovative Unternehmer und herausragende Forscher, Ingenieure und Entwickler in unserem Land. Und Politik kann keine Innovation verordnen, aber sie kann günstige Rahmenbedingungen schaffen. Und wir fördern daher mit zahlreichen und zielgerichteten Programmen die Innovationskraft und die Technologieoffenheit unseres Landes. Wir von der Union, wir sind davon überzeugt, dass wir nur mit Innovationen und mit Technologieoffenheit auch die Herausforderungen unserer Zeit lösen können. Und wenn wir uns ein Beispiel aus der Industrie anschauen, eine Firma, die hierzulande jeder kennt, ThyssenKrupp, hat im Jahr 2019 23 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Das ist übrigens mehr als Berlin im gleichen Zeitraum. Und nun werden diese Emissionen bei ThyssenKrupp bis 2030 dank neuer Technologien um 30% reduziert, und bis 2050 möchte das Unternehmen klimaneutral sein. Mit Technologie des grünen Wasserstoffs ist das denkbar und auch machbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, CDU und CSU haben in den vergangenen 16 Jahren zahlreiche Maßnahmen auf den Weg gebracht, um Technologien, Innovationen und Hightech zu fördern. Und ich sage auch und verspreche auch, wir unterstützen unsere Industrie weiter auf dem Weg zur klimaneutralen Industrie. Während andere nämlich vom Klimaschutz reden, haben wir seit Jahren gehandelt, und wir werden dies auch weiter tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Wir wollen und werden weiter dafür sorgen, dass mit Innovation und Technik das Leben der Menschen Tag für Tag und Stück für Stück besser und einfacher wird. Dafür standen wir die letzten Jahre, und dafür stehen wir auch in der Zukunft. Vielen Dank und alles Gute.